So, hallo und willkommen zurück, liebe Let's Play American Mackie Alice Freunde oder Freunde von meinen LPs oder Freunde von Alice im Wunderland oder Freunde von Drogentrips und was weiß ich nicht alles. Ich begrüße euch zurück, nachdem ich nun einige Zeit kränklich im Bett lag nach Kotzeritis und nach einem wunderbaren fröhlichen Besuch eines GEMA-Virus. Ja, darüber freue ich mich nicht zuletzt. Ist ja sowieso meine Internetverbindung gerade sowieso für den Arsch, weshalb in den letzten paar Wochen leider nicht so viele Videos von mir hochgekommen sind. Das stört mich allerdings sehr und ich hoffe, das kann ich noch beheben oder es wurde von mir bereits schon behoben. Wenn es sich schon behoben hat, dann dürft ihr euch freuen. So, wir sind letztes Mal hier bei den beiden nervigen, oder, nee, es sind ja nicht nur zwei, es sind ja mehrere Bossgegner gewesen. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir das jetzt endlich mal auf die Kette kriegen. Deshalb, ab ins Getümmel, Spiegelbild. Ja, und ich muss direkt laufen, das weiß ich noch, denn ich war ziemlich abgenervt von diesen Viechern. So, Ja, ihr kennt das aus dem letzten Part noch. Und ich muss mir jetzt erstmal irgendetwas überlegen, wie ich diese Viecher platt kriege. So. Okay, ihr macht gerne Plumps. Hier, komm, ich gebe euch was zum Spielen. So. Hör auf damit. Das tut weh. Komm, brennt. Brennt doch einfach. Ich versuche jetzt einfach mal, den einfach so viel Schaden reinzudrücken, wie es möglich ist, wie es mir nur irgendwie möglich ist. Weil ich hoffe, das wird irgendetwas bringen. Ach, fuck. Aber ich sehe noch keinen Erfolg. Noch nicht. Und die Musik, die wird mir auf den Geist gehen. Oh, und der rennt auf mich zu. Was ist los? Okay. Ich merke mir auf jeden Fall, dass hier Jack in the Box Nummer 4 ist. Und ja. Also falls der Bossgegner nur darauf ausgeht, ach verdammt, dass ich den genug Schaden mache, dann bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und das war dumm. Das war dumm. Und ich hoffe, ich brauche dafür eigentlich nicht so lange. Dafür sollte ich aber nicht so viel weglaufen. Ja, komm. Komm. Box. Das darf doch nicht wahr sein. Diese ganzen Replika-Gegner, die gehen mir jetzt schon unheimlich auf den Geist. Der Dicke ist tot. Der Dicke ist tot. Ach, wie geil. Ach, ist das schön. Die brauchen also echt nur genügend Schaden abkriegen. Okay. Ah, super. Dann da ist der Kampf ja jetzt schon fast gewonnen. Gut, dann weiß ich ja jetzt, wie die kaputt gehen und es ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber jetzt muss ich mich ja nur noch um den einen hier kümmern. Na? Hier, komm. Friss Feuer! Weil das wirst du bestimmt nicht überleben. Ja! 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 Oh mein Gott, nein! Ist das schön. Ich trinke nur mit Freunden Tee. Und ich bin einer davon. Ehrlich, das ist die Wahrheit. Oh, ich vergaß. Die Wahrheit ist dir nicht so ganz geheuer. Was sagt der Richtige? Die Wahrheit ist bitter, wenn man sie fürchtet. Ich fürchte nichts. Falsch, du fürchtest einiges. Die Rückkehr zum Thanos zum Beispiel. Die Erinnerung aufgrund deren Dorfers. Nach ein paar Jahrhunderten Beobachtung? Oh ja, du fürchtest vieles. Man kann diese Dinge natürlich alle meiden. Und wie? Bitte, sag's mir. Und wir fallen. Ja, das war vorauszusehen. So verrücktes Uhrwerk hinter den Spiegeln. Wir haben den Bossgegner endlich geschafft. Entschuldigung für das Aufstoßen, das musste gerade sein. Das passiert halt mal. Was ist... Okay, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diese... Hater. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Level. Ich habe die Aufnahme noch gerade angefangen.
Okay, das war anscheinend gerade wieder der verrückte Hutmacher, der uns auch zuerst ja hier hingebracht hat. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und die Irrenanstalt, naja, die war schon ziemlich nervig. Also, ich mochte die nicht. Ich mochte die nicht. Morgen. Aha. Interessante Symbole. Okay, ich darf nicht vergessen, was war Quicksave? Nein. Nein. Tschüss. Quicksave war nicht F1. Quicksave war nicht F1. Quicksave war F4. Verdammt. Okay. Alles in bester Ordnung. Hater, wo bist du? Hater! Pritzel Power, wo bist du? Und hier ist doch auch irgendwas aufgeblitzt, ne? Wohin so? Hm. Naja. So, F4 ist das, ne? Ha, da. Ich hab dich gesehen. Komm. Da ist er. Komm her. Lass dich umarmen. Lass mich dich in den Abgrund hinabstürzen. Und tschüss. Yay. So, jetzt geht der freundliche, fröhliche Drogentrip weiter. Ohne dich. Du bist doof. Du bist scheiße. Weg mit dir. Na, komm, 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 komm. Ah, fuck. Ich sterbe. Ach, kacke. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Wobei das mit Punkto reinkommen hat ja irgendwie beim Bossgegner super geklappt. Yay, das ist gut, aber wir sind ja noch lange nicht alleine. Hier ist ja noch einer. Da. Und das. Ja, ist gut. Ich muss erst meine Waffe auswählen. Weg. Vielen Dank. So, jetzt gibst du mir deine Meta-Essenz. Es ist keine Energie, das darf ich nicht vergessen. Es ist Meta-Essenz. Und wo wurden wir jetzt eigentlich wieder hingebracht? Das ist doch ein einziger Drogentrip. Also es ist. Wir sollen oder wir können auch alles meiden. Hi. Hallo, hallo. Hi. Ich mag dich nicht. So, du verschwendest jetzt. Ja. Was, das war's? Okay, alles klar. Gut. Du warst einziger. Einzigste. Der einzigste Gegner von dieser Art. So, das war mit Enter zu betätigen. Und jetzt wird ein Trigger ausgelöst. Ist das nicht schön? Hier ist noch eine Uhr. Ach, Uhren können wir jetzt nicht mehr kaputt machen. So. Wir haben das da oben, glaube ich, gerade zum Drehen gebracht. Wobei ich es gerade nicht weiß, ob wir das vorher schon drehen konnten. Und einfach aus Jux und Sollerei probieren wir das mal aus. Hahaha. Ist das nicht schön? Tot. Okay. Extreme Sterbung hätte man vorher ja schon sich denken können. Okay, wir haben hier noch einen Hebel. Wenn das ein Rätsel war, war das ziemlich einfach. So, in Ordnung. Du gehst nach. Ah. Was ist denn dort? Und was sind diese Runen auf dem Boden? Ich wüsste eigentlich gern mal, was das für Runen sind. Das könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr es besser wisst. Also. Manchmal ist der Schein ehrlicher als die Realität. Also wenn ihr das wisst, was hier diese Runen sind, dann könnt ihr mir das gerne auch sagen. Also ich weiß, dass Alice auf ihrem schönen Kleid auch drei dieser Runen hat oder zwei. Ich kann das jetzt nicht so genau erkennen. Entweder sind es zwei oder drei. So, und entweder werden wir jetzt sterben oder. Eieiei. Huhu, okay. Die gehen runter. Das ist natürlich nicht so fein.
Nervig, nervig, nervig. Apropos, was mir jetzt gerade erst auch einfällt, ist die Frage, ob ihr das schlimm findet, dass ich hier mit so vielen Safe State spiele. Ich meine, okay, ich spiele das hier auf Albtraum, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad und es ist blind für mich. Daher komme ich damit jetzt relativ gut klar, aber wie steht ihr dazu? Weil eigentlich, naja, mit Safe State ist das irgendwo ja schon richtig lame. So, der Schein trübt. Also die Teile, die hier so in dieser Spiegelwelt... Oder sind wir der Spiegel? Sind wir real oder ist das da hinten real? Conspiracy, Keanu, wir brauchen dich. Was ist hier nur los? Keine Ahnung. So, schauen wir mal nach ganz hinten. Wir müssen den überspringen. Hier, den da. Und auf den da hinten komme ich so aber nicht. Also muss ich so drüber springen. Alles klar. So, und dann darf ich auf den drauf. Nein, darf ich nicht. Okay, hat uns aber trotzdem nicht wehgetan im Verhältnis. Okay, wir sind anscheinend immer noch in der Irrenanstalt. Alles klar. Willkommen zu einem interessanten Bug. Wenn man sich in diese Tür stellt, verschwindet dieser Teil der Welt. Für einen kurzen Moment. Solange man eben da drin stehen bleibt. Genau in der Tür. So. Dann sind auch die ganzen Soundeffekte davon weg. Interessant. Sehr interessant. Und ich höre komische Geräusche. Und hier komme ich nicht durch. Hier komme ich auch nicht durch. Hier auch nicht. Ach, verdammt. Zu große Türen für mich. Zu große Halleluja. Ach so, dich kenne ich doch, ne? Du bist Mr. Freezy, Exhibitionismus. Ja, dich kenne ich noch. Hier, komm mal auf. Ja, du bist nicht schlimm. Du machst nur Freezy, Freezy. Hä? Das, was bei jedem Menschen passiert, wenn er einem Exhibitionisten gegenübertritt. Ich laufe von dir weg. Ich bin erstarrt. Wie kann man nur sowas machen? Ja. So, und was ist... Ist das ein Schlüssel? Okay. Yay, klettern wir auf den Schlüssel. Bringt nichts. Anscheinend hat der verrückte Hutmacher hier seine Residenz. Sehr schön. Wunderbar. In Bezug auf das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich Safe States... Klick, klack, was ist los? Auf das Thema Safe States werde ich jetzt versuchen, so wenige Safe States dennoch wie möglich zu benutzen. Auch wenn mir das wahrscheinlich schwerfällt, weil das Spiel an manchen Ecken doch schon recht schwer ist. So, jetzt sind wir hier runtergefallen. Ah, Drogenmodus, Drogenmodus. Lass mich in Ruhe. So, Drogen. Ach so, jetzt könnt ihr auch spucken oder was? Drogenspinnen. Hier, komm. Fress Spielkarten. Könnt ihr. Drogen. Ja, ich mag euch auch. Hier, Messer. Messer. Und Messer. Und Messer. Und. Kannst du nicht mal sterben? Ja, danke. Das war echt nötig. Genauso wie dein kleiner Spielfreund, der da irgendwie geglitscht ist. Danke. Und das kriege ich wahrscheinlich nicht so einfach. Weil dafür werde ich wahrscheinlich leben lassen müssen. Und das wäre angesichts der Tatsache nicht so praktisch. Na, grissel, grissel, frizzle, immer schissel. Nein, nicht die schon wieder. Okay, hier mache ich einen Save Point, weil ich...